ihr euch nichts gefallen lasst, wirklich von der ersten Sekunde an volle Kanne in der Gegend hören. Wie nochmal nach vorne jetzt! Hey! Putzen rein, bitte. Ja, ich bin ja gut. Gut. Die Aktion. Die ersten Kontakt. Ja, guten Morgen, liebe Bayern 04 Fans. Und die ersten müden Gesichter. Wir waren schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass es dann um 7 Uhr war. Nicht ganz. So, klar, Sonne. Es war, glaube ich, gut zu wissen, okay, wir entfliehen dem kalten Winter. Ja, auch so eine Mannschaft halt immer wieder zusammen zu schweißen, ne, und intensiv zu trainieren. Jeder verteidigt auf den Gegner heute und versucht, die Zweikämpfe zu gewinnen. Auf geht's! Ja, ist natürlich eine optimale Gelegenheit, ne? Man die Mannschaft zusammen, man kann mal Teambuildingsmaßnahmen auch mal mit einflechten. Alle können sich total auf den Fußball konzentrieren und fokussieren. Und deswegen ist eigentlich so ein Trainingslager schon richtig gut. Doch, die Freude war schon echt groß. Wie gesagt, das erste Mal, dass wir zusammen ins Ausland fliegen, ins Wintertrainingslager. Und ja, wir freuen uns auf die Bedingungen, dass wir ein bisschen ins Warme kommen. Ja, und freuen uns, dass wir auch so viel Zeit mal miteinander verbringen können, weil wir uns im aktiven Spielbetrieb ja dann nur tagsüber ein paar Stunden sehen und so, dass wir mal ganze Tage miteinander verbringen. Also viel haben wir ja noch nicht gesehen, aber die Hotelanlage ist auf jeden Fall sehr schön. Oh, guck mal, Doppelzimmer. Das ist eine richtige Wohnung. Sweet. Sweet, sweet. Nee, war schon groß die Freude. Wir konnten es auch eigentlich erst gar nicht glauben, dass wir jetzt so weit weg dürfen. Sonst waren wir ja immer innerhalb Deutschlands. Und wir sind im selben Alter und deswegen auch auf einem Zimmer. Zeigt ihr euch sonst und auch die Zimmer? Ja. Wir haben auch immer eine Regel. Ich krieg immer das rechte Bett, ne? Ja. Immer am Fenster. Ja. Kürzerer Fluchtweg, damit du krepierst. Okay. Von uns als Mannschaft wünsche ich mir auch, dass jeder einfach alles reinhaut, dass wir gute Tage haben, also gut arbeiten, uns verbessern, aber natürlich auch Spaß haben. Soll man ja auch mal genießen, dass man mal weg ist von zu Hause, ein bisschen frei hat. So, fertig mit Auspacken. Wir sehen uns dann später beim Joggen. Beim Joggen! Uns durchbewegen. Die Trainingswoche heißt, wir sind immer noch dabei, natürlich schon auch schwerpunktmäßig im konditionell athletischen Bereich gleich einiges zu machen.
Die liegen da nur sind gut, ist aber schon gesehen. Der erste Eindruck ist sehr gut. Wir haben, als wir gelandet sind, ja schon einen kleinen Lauf gemacht hier durch die Promenade, wo wir nah am Strand vorbei sind und uns die Umgebung ein bisschen angeguckt haben. Dann hatten wir heute das erste Training, um uns einfach ein bisschen an den Platz zu gewöhnen. Genau 10 Liegestütze. Insgesamt haben wir viel im athletischen Bereich gearbeitet, 2 bis 3 Mal am Tag trainiert. Ich glaube schon, dass wir da viel an uns gearbeitet haben, dass wir einige Krafteinheiten und Stabi-Einheiten hatten und auch im konditionellen Bereich nochmal was getan haben. Stabiler Stand und dann hoch. Was ich nicht sehen will, ist Arme arbeiten. Seilschütz mit Niveau. Sucht euch einen stabilen Stand und drückt drauf. 2 Mal Möckelstrecker. Füße sind am Boden, Knie sind weg, damit wir hier Spannung erzeugen. Die gestützte Position, ja. Schulterbreiter Stand, wechselseitiges Tippen, Bauchspannung halten, Ausfallschritt, Beine angehoben, so schnell wie möglich. Ja, Füße bleiben zusammen. Okay, alle soweit. Okay, 20 Sekunden ist los. Erster Durchgang. Okay. Jetzt da die Gewichte. Ja, guten Morgen, liebe Bayern 04-Fans. Hier schläft noch alles, es ist dunkel. Und wir starten unseren Tag jetzt mit einem schönen Morgenlauf. Und die ersten müden Gesichter. Guten Morgen. Hast du Lust auf den Lauf? Ganz toll. Ja, hast du gut geschlafen? Ja, warum machst du das? Wir waren schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass es dann um 7 Uhr war. Nicht ganz, also wir hatten so mit 7:30, 8 Uhr gerechnet. Ja, aber es war in Ordnung. So, da haben wir heute den Tag, den wir dann live sehen. That's what I'm talking about. Nee, da sind wir eigentlich auch in Absprache mit dem Athletiktrainer und
mit einer Laufeinheit morgens so in den Tag dann auch reinzukommen, mal anzuschwitzen, mal Mobilisation zu machen. Ich finde das auf jeden Fall immer angebracht. Una foto de los dos juntos. Fantástico. Vamos. Mädels. Einstellung aufs Spiel. Ist halt ganz klar, dass es richtig ein Hauen und Stechen, das wir heute rockt. Okay, also, ich denke, wird echt eine Herausforderung, das Ding heute hier. Wird ein heißer Fight werden, wo wir von Beginn an wirklich total hier. Ich will sehen, dass ihr euch da durchsetzt. Ich will sehen, dass ihr euch hier. Ich will sehen, dass ihr brutal aggressiv spielt, dass ihr euch nichts gefallen lasst. Wirklich von der ersten Sekunde an volle Kanne in der Gegenhalt. Weil wir dieses kleine Turnier spielen, wo wir uns auch alle sehr darauf freuen, dass wir uns mit anderen Mannschaften mal international ein bisschen messen und einfach sehen, ja, wie können wir da mithalten. Unterschiedliche Nationalitäten, auch unterschiedliche Mentalitäten mitbringen. Und von daher ist es immer gut, auch mal internationale Gegner dann zu haben. Volle Aggressivität, nichts Halbleibiges. Heute nimmt die irgendwo einen Gegner einen Ball an und wir verteidigen so ein bisschen Larifari im Raum. Jeder verteidigt auf den Gegner heute und versucht, die Zweikämpfe zu gewinnen. Auf geht's! Saludos desde el Municipal de Arguiné nuevamente, que van a disputar a partir de ya el Bayer de Leverkusen. Eigentlich auch das erste Mal, dass ich mit Bayer irgendwo hingeflogen bin. Also wenn man in U13 anfängt, da kann ich mich noch daran erinnern, sind wir mal zu den Frauen gegangen, haben uns Autogramme geholt und so. Und jetzt so auch bei den Frauen spielen zu dürfen, das ist ein cooles Gefühl. Also wenn man dann U13 sieht, wo man da gestartet ist und dann wie weit man es geschafft hat, das ist cool. Jetzt auch mit Trainingslager, das hätte man in den Jugendmannschaften hätte man das nie machen können. Also ich weiß nicht, ob ich mich wirklich schon daran gewöhnt habe. Aber es ist auf jeden Fall jetzt schon weniger Nervosität dabei als am Anfang noch. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr talentierte Spielerin, die jetzt so in den letzten Wochen vor allem sich immer besser entwickelt. Ja. So langsam die Zurückhaltung so ablegt, sich im Training jetzt auch immer besser behauptet auf dem Platz, auch da mal richtig zur Sache geht. Ja, sie war da ein bisschen mir zu zurückhaltend. Man muss schon zeigen, dass man nicht nur zum Kader gehören will, sondern eben auch am Ende auf dem Platz stehen will und spielen will. Da ist sie auf einem ganz guten Weg dazu. La dorsal número 17 Matens hace el segundo tanto para el Bayer de Leverkusen que se adelanta. Aber so ein Erfolg ist natürlich immer gut. Wenn man dann am Ende so einen Pokal in der Hand hat, ist das natürlich immer, für das Selbstbewusstsein immer eine gute Sache, ne? Für die Mannschaft.
Ab ins Wasser mit ihr! Ja, sie sind sehr konzentriert zum einen. Auf der anderen Seite haben sie aber auch die Möglichkeit, ein bisschen sich nur auf das Training zu konzentrieren und den Rest mal so ein bisschen abzuschalten, weil einfach nicht viel von ihnen in dem Moment gefordert ist. Hier hat man eben den kompletten Fokus rein aufs Training und ein bisschen Regeneration natürlich zwischendurch. Im Grunde genommen, ich habe es lustigerweise am Montag, als wir hier angekommen sind, habe ich, weil ich in verschiedenen E-Mails noch nachgucken musste, habe ich tatsächlich mit dem hier zuständigen Ansprechpartner von Cordialf in dem Hotel, wo wir hier sind, habe ich, glaube ich, im Vorfeld 65 E-Mails ausgetauscht. Was essen wir zu welcher Zeit? Dann Übermittlung der Trainingszeiten, Trainingsmaterial, also was müssen wir grundsätzlich mitbringen? Kann das hier zur Verfügung gestellt werden? Also wir haben natürlich im Vorfeld so eine Anforderungsliste geschickt, was wir im Prinzip benötigen, was Hütchen, Bälle, Stangen, Hürden etc., was man zum Training braucht. Dann haben wir entschieden, okay, das reicht vollkommen aus, sodass wir eigentlich nur unsere eigene Trainingskleidung, Schuhe und das Physiomaterial mitbringen mussten. Sehr, sehr gut. Ich glaube, wichtig beim Team-Event ist einfach, dass jeder vom Team Spaß hat, dass wir was gemeinsam machen. Wir werden einen Banana-Boat-Trip machen, also gemäß der hoffentlich dann morgen sommerlichen Temperaturen ein bisschen Spaß auf dem Wasser und gegebenenfalls sogar im Wasser, wenn sie reinfliegen sollten. Sehr schön. Hahaha, er denkt, er kriegt uns ins Wasser. Riesig Spaß gemacht und klar, es kristallisiert sich da ein bisschen raus, so wer sind die bisschen draufgängerischen, ne, die da bei jeder Fahrt dabei sein wollen, eher vielleicht auch welche, die da ein bisschen zurückhaltender sind, aber insgesamt war vielleicht so eine Aktivität, war eine super Aktivität für Teambuilding, ne, also die Gruppen mischen sich ein bisschen durch, ja, die sind dann nicht immer die gleichen miteinander gefahren und haben die gemeinsam richtig gut Fun gehabt, das war richtig gute Aktivität. Ja, das hat allen total Spaß gemacht. Doch, ich glaube, das gehört da auch mit dazu, dass wir als Mannschaft noch mal mehr zusammenwachsen, dass wir, wie gesagt, eigentlich von morgens bis abends den Tag zusammen verbringen, dass wir auf dem Platz zusammen schwitzen, aber auch nebenbei zusammen einfach Spaß haben. Dann sind wir auch noch eingeladen, das im Prinzip kann man sagen vom Start eingeladen zum Derby hier am Samstag. Gran Canaria gegen Teneriffa. Den Kern lässt man drin und den schluckt man. Sehr lecker, zu empfehlen. Und man ist sehr lange beschäftigt. Den ganzen Abend in etwa. Vielen Dank. Natürlich, wenn der Quatsch, die Einheimischen machen das so. Geht viel schneller.
auch noch das Spiel, wo wir gestern in Las Palmas waren, wir das Derby Las Palmas gegen Teneriffa geguckt haben. Einfach mal eine ganz andere Atmosphäre mitzunehmen und zu gucken, wie es da so abgeht. Jetzt hocken wir doch schon eine ganze Weile aufeinander. Und dafür hat es, finde ich, ganz gut geklappt. Also. War ich eigentlich jetzt auch im Sommer ja nicht anders gewohnt. Ich denke, wir haben echt eine funktionierende Mannschaft. Es ist ein gutes Miteinander. Von daher freut mich das, dass da insgesamt so eine gute Gemeinschaft jetzt auch entstanden ist. Alle froh, ein bisschen aus dem Kalten aus Deutschland rauszukommen. Ich glaube, dass wir eine gute und intensive Woche hinter uns haben. Ich glaube, dass alles sehr gut geklappt hat, dass wir uns allgemein sehr, sehr wohl gefühlt haben, vor allem auch im Hotel, dass die Leute sehr zuvorkommend waren, freundlich und wir uns richtig wohl gefühlt haben. Und ich glaube, wir gehen alle mit einem positiven Gefühl aus der Woche nach Hause wieder. Hey, ciao. Danke. Danke. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.